Hallo, mein Name ist Kurt und wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir bauen drei verschiedene Sachen in dem Video. Einen Gürtel, einen Waffenholster und den Morpherholster. Also als erstes brauchen wir Kunstleder. Die Farbe ist relativ egal, wenn du Acrylfarbe da hast, um alles zu überpinseln. Dann skizzierst du dir einen 5 cm dicken Streifen mit jeweils einem halben Zentimeter Rand, den wir nach innen umkleben können, damit wir einen schönen Saum bekommen. Für mehr Stabilität klebst du noch einen gleich großen Streifen auf die andere Seite. Und das, was übersteht, schneidest du einfach ab. Ja, dann kannst du das Ganze mit weißer Acrylfarbe bemalen. Mit einem schwarzen Edding zeichnest du so einen Rand. Für 2,56 Euro, glaube ich, habe ich in einem Nähbedarfladen so einen Verschluss gefunden. Den tackerst du dann einfach an den Gürtel. Damit dein Gürtel ein bisschen mehr Spielraum hat, kannst du ja noch ein Gummiband antackern. Für den Morpherholster benutzt du etwas stärkeres Moosgummi. Das sind so Pool-Unterlegplatten aus dem Groschenmarkt. Auf den zeichnest du den Umriss des Morphers und überträgst diese Form auf etwas dickeren Moosgummi. Mit der Heißklebepistole wird alles zusammengeklebt. Damit das Ganze ein bisschen interessanter aussieht, habe ich oben und unten noch so Elemente angeklebt. Ja, mit einem Klettverschluss kannst du den Morpher in dem Holster befestigen und immer wieder abnehmen. Das ist ganz praktisch. Den malst du mit schwarzer Acrylfarbe an und am besten nähst du ihn fest an den Stellen, wo man es nicht so ganz sehen kann. Der Waffenholster funktioniert im Prinzip genauso. Wir nehmen wieder Kunstleder mit einem Rand zum Umkleben. Damit du die Gewebeteile miteinander verbinden kannst, klebst du so eine Art Lasche ein. Es gibt einen schönen Abschluss. Dann wieder weiß bepinseln und die schwarzen Striche ziehen. Das sollten jetzt alle Teile sein, die du benötigst. Einen Rest vom Gürtel, den Gürtel und den Holster. Das kleine Stück tackerst du einfach um den Gürtel drumherum und versteckst die Klammern in den schwarzen Strichen. Dann justierst du deine Waffe im Holster und schaust, wie es gut aussieht und tackerst es auch fest. Und alles, was jetzt noch rosa ist, kannst du noch bepinseln und dann bist du fertig. Und das ist der fertige Holster mit Gürtel und Morpherholster. Echt cool, dass du dran geblieben bist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.